Es gibt jemanden, der sich jeden Tag nach dir sehnt. Er wartet jeden Tag zu Hause, damit du kommst und mit ihm sprichst. Er ist jeden Tag für dich da und ruft nach dir. Und trotzdem vergisst du ihn. Er ist gekommen, um dir bei deinem Problem zu helfen. Er ist dir ein Wegweiser und ein guter Berater. Er hat auf jedes Problem, jede Sorge und jede Frage, die du in deinem Leben hast, eine Lösung. Er will nur von dir, dass du anfängst, mit ihm zu reden, um dir bei deinem Problem helfen zu lassen. Doch du beachtest ihn nicht und lässt ihn links liegen. Er fängt an, sich allein zu fühlen, zu verstauben und gerät in Vergessenheit. Derjenige, über den ich spreche, und derjenige, der nach uns ruft, ist der heilige Koran, der uns vermisst und sich nach uns sehnt. Wir kennen ihn nur im Ramadan und außerhalb dieses Monats vergessen wir ihn. Es hängt vielleicht einige seiner Verse an unseren Wänden. Aber kam der Koran nur als Dekoration? Ist er nur gekommen, damit wir ihn unseren Gästen präsentieren? Oder ist er nicht eher gekommen, damit er uns den Weg weist? Durch dieses Leben zum nächsten, von der Dunya zu Jannah. Der Koran ist doch ein Buch, was wir lesen, verinnerlichen und danach handeln sollten. Es sind doch die Worte Allahs an uns gerichtet. Es beinhaltet Geschichten, von denen wir Lehren ziehen sollen, Ideen, wonach wir handeln sollen und Pflichten, die wir in unserem Leben praktizieren müssen. Es ist ein Buch, das die kleine, gespaltene Halbinsel der Araber zu Brüdern machte und sie zu einer gewaltigen Umma erhob. Dieses Buch führt uns von der Dunkelheit ins Licht. Der Koran ist uns ein Berater, ein Wegweiser und eine Sache, durch welche wir Muslime geehrt wurden. Aber wir lassen es heute in unseren Regalen und unseren Wänden verstauben und vergessen ihn dabei. Wir gehen an ihm vorbei, als ob es ihn gar nicht gäbe. Abgelenkt von unserem Alltag durch Geld, Arbeit, Familie und Spaß. Während er sich nach uns sehnt und uns vermisst. Und das diesseitige Leben ist nur eine trügerische Illusion. Aber um das zu verstehen, müssen wir ihn aufschlagen, ihn lesen und nach ihm leben. Wenn wir den Wert dieses gesegneten Buches nicht erkennen, dann werden wir es nie schaffen, dass unsere Probleme und Sorgen aufhören. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Wert dieses Buches erkennen und nach ihm leben lassen. Allahumma amin.